Hallo Freunde, ich möchte euch heute einfach mal eine Partie zeigen, die ich eben gespielt habe und ich bin auch so begeistert, ich muss direkt ein Video für aufnehmen. Und zwar habe ich gespielt gegen den Großmeister Michael Saltaev auf dem Fritz-Server hier auf chess.com, glaube ich, heißt das, ne? Oder? Ne, playchess.com, genau. Und eine 5 plus 1 Freundschaftspartie, die hatte er angeboten, also an alle natürlich, und ich hatte Glück zugreifen zu können und ich bekam die weißen Steine zugelost. Und ja, es kam die K.O. keine Verteidigung aufs Brett. Und jetzt musste ich überlegen, ich überlege, ob ich so ein bisschen an dieser Abtauschvariante mit Läufer D3 probiere ich gerade ein bisschen rum, aber habe ich irgendwie ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht, so vom Spielverständnis her, da bin ich noch nicht so weit. Und dann dachte ich mir, dann probiere ich heute mal die Vorstoßvariante und es kam tatsächlich dieses Läufer F5. C5 ist ja auch gerade sehr modern und angesagt, aber das ist eine andere Variante. Und ich habe mich dann hier für mein Springer E2-System, ja, da hatte ich schon mal ein, zwei Videos zu gemacht, in der Hoffnung auf das Spassky-Gambit und genau das kam aufs Brett. Das war super. So noch ein relativ normale Züge für K.O.-Kann-Strukturen. Und Läufer D3 und jetzt dieses C+D. Und genau, das ist das Spassky-Gambit, denn Schwarz könnte hier auf Dame B6 jetzt diesen D4 angreifen und versuchen zu gewinnen. Und dann opfert man den mit Läufer E3, respektive man opfert nicht den D4, sondern den B2. Und dann bekommt man ja, Entwicklungsvorsprung und Kontrolle über die schwarzen Felder. Da könnt ihr euch gerne mal das andere Video zu angucken. Hier nach C mal D kam sofort C5. Was ja in der Struktur her ganz normal ist. Hier diese, ups. diese ganz normale französische Struktur nenne ich es mal, ohne diesen Läufer. Das ist gut. Ja, und dann macht man natürlich im Zentrum Gegendruck. Aber genau da ist ja dieses C mal D quasi gegen ausgerichtet, dass ich hier auf C5 nehmen kann und D4 spielen kann. Jetzt habe ich keinen Doppelbauern mehr. Ja, und da die Strukturen gefallen mir ganz gut, weil Weiß relativ schnell hier mit Dame G4 so ein bisschen Druck machen kann. Und ja, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich habe zumindest einen klaren Plan. Ich weiß, wo ich dran bin, wo ich meine Figuren hinstellen möchte. Hier kam Läufer B4 Schach, das wäre mit Springer C3 ab. Und Schwarz entwickelt sich und ich spiele Dame G4. Und jetzt habe ich hier halt die klare Drohung. Und er darf oder er sollte vielleicht nicht unbedingt rochieren, denn ja, diese Festung hier. Zack. Okay, die sollte eigentlich gelb werden. Genau. Ja, das ist recht offensichtlich. Und deswegen nach Dame G4 kam dann auch König F8. Aber auch kein größeres Problem. Ne? Der König steht halt öfter hier. Schwarz versucht halt ohne Strukturprobleme über die Runden zu kommen. Alles gedeckt zu halten und wenn sich die Lage irgendwann in 10, 15 Zügen geklärt hat, dann kann der König hier ganz problemlos auch mal wieder rauslaufen oder sowas, ohne dass die Bauernstruktur von Schwarz irgendwie kompromittiert wurde. Komprimiert? Wie heißt das? Also entscheidend geschwächt wurde. Okay, ja, ich mache die Rochade und er spielt Dame C8. Das war ein interessanter Zug, denn jetzt greift er hier auf C3 an, aber eben auch das Feld F5 ist unter Kontrolle, so dass der Springer hier nach F5 hüpfen kann und gedeckt ist. Und ja, jetzt muss ich quasi eine praktische Entscheidung treffen. Und ich dachte mir ja jetzt hier mit Läufer D2 zum Beispiel, einfach nur diesen Bauern zu decken, das kann ja nicht der Weisheitsletzter Schluss, oder wie heißt das? Und mit den Sprüchen muss ich noch echt arbeiten. Ne? Auf jeden Fall nach Springer C6. Jetzt greift er den hier gleich schon wieder an. Und der Läufer, was macht der Läufer da? Deswegen dachte ich mir, okay, dann opfer ich diesen Bauern auf C3 und spiele Läufer E3. Jetzt habe ich aber immerhin schon mal den hier gedeckt, vorsorglich. Ich möchte Turm C1 spielen, klar. Und wenn er hier diesen
Bauern gewinnt. Jetzt kann ich überlegen, ob ich sogar mit Turm C1 gar keinen Bauernopfer spiele. Wahrscheinlich ist das am besten. Oder wenn ich den hier schlage, glaube ich nicht, dass er jetzt hier wirklich diesen Bauern wirklich so früh zumindest noch nicht nehmen kann. Den Turm C1. Und dann drohe ich eventuell mal hier irgendwie reinzukommen. Respektive, jetzt muss die Dame zurück, um dieses Feld zu decken. Der Springer muss das Feld abdecken. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich genug Zeit haben, um F4, F5 zu spielen und Kompensation für meinen Bauern zu haben. Das war so der grobe Grundplan. Aber auf B schlecht C muss er ja nicht auf C3 nehmen und mir dieses Spiel geben. Ja, er wird wahrscheinlich Springer C6 spielen. Mit der Idee, Springer zum Beispiel hier auf dieses schwache Feld, den Bauern, der ist eine Schwäche. Sprich, früher oder später, ja, weil es Richtung Endspiel geht, wird der Bauer weg sein. Das ist einfach so. Ne? Aber immerhin, jetzt habe ich mehr Schwierigkeiten, meinen Plan durchzudrücken mit F4, F5, weil ja noch alle Figuren hier auf F5 wirken. Ja. Ja, also. Deswegen wäre hier wahrscheinlich Turm C1 der beste gewesen. Aber er hat hier gar nicht diesen Bauern geschlagen, denn ja, vielleicht wollte er diesen schwarzfältigen Läufer jetzt noch nicht so früh abgeben. Er hat Springer F5 gespielt. Mit der Idee, dass wenn ich jetzt hier auf F5 schlagen würde, ne, wäre hier alles gedeckt. Ne, und der Läufer kann zur Not irgendwie ein Rückzugsfeld und so weiter. Aber ist trotzdem sehr verpflichtend, dieser Zug. Ich habe hier erstmal Turm C1 gespielt, was ja einen Abzug droht. Das Tempo kann ich mitnehmen, ja? Springer C6. Und jetzt war ich drauf und dran zu überlegen, ob ich hier Springer schlecht D5 spielen kann. Mit der Idee, wenn er jetzt hier schlägt, ist einfach sein Springer weg. Und wenn er hier schlägt, dann schlage ich hier auf B4 und dann nimmt er hier. Und dann würde ich jetzt wieder hier nehmen und durch diese Fesselung hier und so weiter kann er jetzt hier nicht schlagen. Ich habe zwei Figuren gegen den Turm. Dachte ich zumindest. Aber ich habe. Siehst du? Oh. Selbst das Rechnen hat schon nicht geklappt. Ich habe eine Qualität weniger und dafür einen Bauern? Ja, irgendwie so, ne? Ja. Ich glaube, das hätte nicht gereicht. Und abgesehen vom schlechten Rechnen, dachte ich mir, wenn ich jetzt hier aber auf F5 nehme, dann ist einfach diese Bauernstruktur hier langfristig eventuell schlecht. So dass ich mit Dame F3 quasi beide jetzt angreifen kann. Und der Springer tut ja auch noch sein Übriges. Also muss er jetzt hier mit Läufer C3 seinen Läufer abgeben, um den Bauern zu retten. Und jetzt war mein ziemlich einfacher Plan, hier auf der C-Linie verdoppeln. Und jetzt sehen wir eben noch, dass dieser König hier auf F8 steht und die Türme nicht verbunden sind. Das heißt, die Zeit, die er jetzt hier noch braucht, um seinen König wieder oder seinen Turm dann ins Spiel einzubinden, die Zeit wollte ich nutzen, um auf der C-Linie zu operieren. Und das ist mir ganz gut gelungen. Erstmal deckt er seinen Bauern, was vernünftig ist. Ich verdoppel die Türme und er rennt mit seinem König raus. Ja, B4. Das ist natürlich jetzt prinzipiell ein Gambit, klar. Aber, und da musste ich selber an meine eigenen Initiative-Videos denken, solange ich die Initiative habe, muss ich es nur noch behalten. Und wenn er jetzt zu König H7 käme und Turm C8 spielen könnte, hätte ich nicht mehr so wahnsinnig viel. Und dann muss ich sogar aufpassen, dass mein Läufer hier im Endspiel nicht so ein richtig schlechter Läufer wird, der hinter seinen eigenen Bauern hier nur guckt. Also muss ich gucken, dass ich im Mittelspiel jetzt noch die Initiative aufrechterhalte. Ich muss also die C-Linie öffnen für meine Türme. Und hier möchte ich hin. Die siebte Reihe. Und deswegen kann er mir diesen Bauern meinetwegen schlagen. Würde mich nicht so sehr stören. Dann hätte ich immerhin auf der siebten Reihe einen Turm. Mal schauen, was sich da so ergibt. Und ja, das hat er abgewehrt, aber ich lasse nicht nach. Und er verbindet seine Türme. Und jetzt heißt es Gas geben, B5. Den Tausch noch. Springer D8. Das heißt, er muss den Springer ziehen. Jetzt greift er hier natürlich meinen Bauern an. Aber ich kann jetzt auch so Kleinigkeiten wie Bauern keine Rücksicht nehmen. Ich muss Gas geben. Zumal diese Dame hier auch an diesem Bauern F5 gedeckt ist. Ja, oder gebunden ist in Anführungsstrichen.
Und wenn der fällt, würde hier direkt schon wieder mit Schach und so weiter. Dann wäre auf einmal der König hier doch wieder unsicher. Also muss die Dame hier am Bauern bleiben. Und ja, wie geht's weiter? Irgendwas angreifen? Da habe ich ein Ziel gefunden. Diesen D5. Zack. Und jetzt wird schon langsam schwierig für ihn, den zu decken. Also setzt er hier auf Gegenangriff. Ein Schach. Und ja, diesen Bauern muss er rein prinzipiell wahrscheinlich geben. Nicht, dass jetzt hier irgendwas droht, aber er muss ja hier in irgendeiner Form versuchen, Linien und Diagonalen gegen meinen König zu öffnen. Wenn jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt hier auch noch alles blockiert kriege und diesen Bauern gewinne und er kommt hier aufgrund dieser Bauernstruktur. Er hat keine Felder, um mit seiner Dame rüber zu schwenken. Ja, er kommt nicht nach E7, um nach H4 zu kommen wegen dem Turm. Okay, jetzt wird es langsam unübersichtlich. Ja, deswegen einfach aufs Prinzip schon mal irgendwelche Diagonalen öffnen. Vielleicht hat er hier das Feld hier, möchte hier hin. Ja, solche Aktionen. Das war wahrscheinlich jetzt nicht großartig geplant und berechnet, aber von der Praxis her wird man den wahrscheinlich machen müssen. Ich nehme den weg und Turm E8. Möchte die siebte Reihe entlasten, was sinnvoll ist. Und aber ich dachte mir, okay, jetzt dachte ich mir, jetzt die Dame tauschen wäre jetzt gar nicht so schlecht, damit mein eigener König nicht in Mattangriffe reingerät und rein grundsätzlich ein Turm auf der siebten Reihe, der Bauer hier ist schwach und so weiter. Da wird schon, ne? Und jetzt, so schlecht dieser Läufer hier auch ist, aber der deckt hier immerhin zuverlässig meine eigenen Bauern, sodass er an nichts von mir rankommt. Das ist ganz witzig. Und dann hatte ich jetzt die Idee, G2, G4. Okay, ich öffne so ein bisschen meinen eigenen König, aber er hat einfach im Augenblick zumindest noch keine diagonalen Felder, Figuren, die in der Nähe von meinem König sind. Und meine ziemlich einfache Idee war einfach, Dame F5 zu spielen mit Damentausch. Und im Optimalfall sogar, wenn er tauscht, dann mit dem Bauern hier, ja, wunderbar, das Feld, mache ich gleich, warte eben, er hat Turm E7 gespielt und ich gebe hier ein Schach. Und die Idee ist jetzt, wenn er jetzt hier tauscht, GF, so jetzt kann dieser Springer hier, dieser Arme, nicht mal nach E6. Jetzt hängt der Turm, den wird er jetzt auch noch tauschen wahrscheinlich. So, und mal abgesehen davon, dass dieser Springer hier echt in Gefahr ist, ja? Wenn er jetzt hier sich einfach nur auf meine Bauern stürzt, frage ich ihn mal, wo er hingehen möchte. Das ist nicht so einfach für ihn. Und das war so die Idee hinter G4. Und deswegen hat er hier auf das Schach König G8 gespielt. Und ja, ich denke, Dame selber tauschen, dann würde sein Springer rauskommen. Das geht nicht so gut. Und Türme tauschen möchte ich auch nicht, weil wenn ich jetzt hier tauschen würde, würde er zurückschlagen und dann hier vielleicht schon wieder eine Drohung haben. Dann, ja, aus Prinzip nicht. Also Turm C8. Seinen Springer jetzt hier gefesselt, jetzt wo der König wieder auf die Grundreihe gegangen ist, den Springer zu fesseln. Und er hat den mit Dame B6 gedeckt. In der Partie hatte ich mit Turm E8 gerechnet und hatte jetzt so richtig konkret noch gar nicht gesehen, wie ich jetzt weiterspielen würde. Ich hatte nur gesehen, dass wenn ich jetzt hier die Dame tausche, kann der Springer natürlich nicht schlagen, weil der Turm dann weg ist. Und der Turm kann nicht schlagen, weil der Springer weg ist, also müsste der Bauer schlagen. Aber dann gehe ich mit dem nächsten Turm auf die siebte Reihe. Und jetzt möchte ich wirklich mal mit Turm D7 hier diesen nochmal befragen, weil der ja hier auch auf E8 umgedeckt ist. Also ich bin mir relativ sicher, dass das sehr, sehr gut ist, wer weiß. Aber in der Partie hatte ich konkret noch das Ende noch nicht gesehen. Aber es ist halt nur Blitzpartie, irgendwann muss man ja auch mal praktische Züge treffen. Und es kam Dame B6, um den zu decken. Und das ist zwar gut, dass jetzt dieser Springer gedeckt ist, aber dieser Bauer hier auf D5 nicht mehr. Und deswegen schlage ich den, weil ich jetzt gleichzeitig hier noch wieder den Springer angreife, ne, dieses Tempo wieder mitnehme. Und er muss jetzt hier verteidigen, so gut es geht. Aber jetzt
kommt Turm D7. Und jetzt möchte ich hier auf der siebten Reihe noch was machen. Noch ist der Springer hier gegen den F7, aber der wird hier einfach weggetauscht. Und dann ist auf F7 und dann G7 droht ein Schachmatt. Und er hat einfach keine Züge mehr. Spielt Dame B5 in der Hoffnung, dass wenn ich jetzt nichts mache, dass er hier vielleicht zu Dame F1 kommt und dann hier Gegenangriff bekommt. Ja. Aber ich glaube, der nächste Zug ist noch mit einfach der einfacheren, nämlich dass ich wirklich diesen Springer jetzt schlage. Nicht nur, dass der Springer einfach weg ist, er kann mit dem Turm nicht schlagen, sondern dann schlage ich zurück. Ist sofort Grundlinien matt, respektive im nächsten. Und ich könnte aber auch auf F7 und G7 und so weiter und so fort. Ja. Hier fällt die Stellung jetzt auseinander und Schwarz hat aufgegeben. Und jetzt denkt man, ein Großmeister besiegt, das ist natürlich super, ne? Hat auch echt Spaß gemacht. Und wer jetzt denkt, jetzt kommen irgendwelche gehässigen Kommentare oder so von dem Großmeister, so wie nur Glück gehabt oder so. Nein, er war sehr, sehr fair und hat mir einen Applaus gespendet. Also großartiger Sportsmann, Michael Sataev. Das hat Spaß gemacht. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, euch hat die Partie auch so gefallen wie mir, denn ich war total begeistert. Und ja, man schlägt ja nicht jeden Tag einen Großmeister. Aber um jetzt wieder so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, jetzt wo ich einen Großmeister geschlagen habe, ja, mit 2000, ich weiß gar nicht, was sie alle haben im richtigen Leben, ja, 500 irgendwas, 600, mal gewinnt man und im nächsten Moment kommt dann wieder irgendeine Zitrone, man gegen einen 1700er verliert. Und ja, auch das passiert mir leider noch zu oft und deswegen, ja, diese fehlende Konstanz, das ist das, was am Ende den Meister wirklich auszeichnet. Und da sind wir oder ich auf jeden Fall noch weit von entfernt. Aber ne, solche Motivationsspritzen, das ist natürlich eine gute Sache. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert den Kanal und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. In dem Sinne, bleibt gesund. Tschüss.